Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um ein kleines Paket, das ich erhalten habe, und zwar von der lieben Larissa. Wir hatten eigentlich ein Trash-Paket geplant gehabt, aber sie meinte dann, dass ihr es lieber wäre, wenn ich die Produkte nehme von ihr und ihr den Versand bezahle, denn sie hat momentan so viele Produkte da und sie möchte nicht unbedingt mehr Produkte haben. Deswegen habe ich dann gesagt, das ist kein Problem, habe ihr dann den Versand bezahlt und sie hat die Sachen, die ich mir schon ausgesucht hatte, mir jetzt zugeschickt. Und ich möchte euch das einfach, ja, zeigen, damit ihr Bescheid wisst. Und ich starte einfach mal direkt durch. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Zu einem habe ich mir zwei Produkte von The Body Shop rausgesucht. Einmal die British Rose Body Butter. Ich mag den Duft ja super, super gern. Und deswegen habe ich mir die einmal ausgesucht. Das ist jetzt hier die kleine Größe mit 50 ml. Und ich mag die ja sehr, sehr gern. Dann auch einmal von The Body Shop die Berry Bonbon Handcreme. Das sind jetzt 30 ml, also die normale Größe. Es gibt ja auch noch größere Größen. Die gibt es, glaube ich, aber noch nicht ganz so lange. Und die gibt es halt schon immer. Und das ist auch noch komplett versiegelt. Also das ist auch noch gar nicht benutzt worden. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Werde ich definitiv dann im Winter irgendwann testen. Dann durften noch weitere Handcremes mit. Beziehungsweise habe ich mir noch weitere Handcremes ausgesucht. Einmal von Eleanor's Diary die Handcreme mit dem Duft von Lavendel. Das steht dann jeweils immer hinten drauf und eben hier ist so ein kleines Bildchen. Das ist einmal die Lavendel-Variante. Dann einmal die Variante Blaubeere. Dufte mit dem Elefanten drauf. Dann einmal Green Tea, also grüner Teeduft. Einmal die Duftrichtung Rose. Und einmal die Duftrichtung mit Shea Butter. Da bin ich sehr gespannt, wie die sind. Und die werde ich auf jeden Fall auch testen. Ich meine, die Blaubeer-Variante hatte sie aufgemacht, um dran zu riechen, ob die tatsächlich nach Blaubeere riecht. Ja, und ich finde, die riecht relativ fruchtig. Also bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Dann habe ich mir noch ausgesucht, das möchte ich ganz gerne unter die Dusche stellen, von Clinique 7-Day Scrub Cream. Ihr wisst ja, dass ich eher so ein bisschen auf chemische Peelings umsteigen möchte. Aber ich dachte, gerade so, ja, für unter die Dusche, wenn es mal schnell gehen muss, kann man das ganz gut benutzen. Ist eine kleine Größe mit. Frage, wie viel ist denn drin? 30 ml und deswegen dachte ich, ja, probiere ich die einfach mal aus. Und dann habe ich hier noch eine kleine Probe von einer Dusche, also vom Duschgel von Kneipp. Die hat sie mir so mit reingepackt. Und zwar die Kneipp Wirkdusche Goodbye Stress mit Wasserminze und Rosmarin. Hatte ich, glaube ich, noch nie die Duftrichtung. Bin ich sehr gespannt drauf. Sind 8 ml. Ich denke, mit meinem Duschschaum kann ich das ganz gut ausschauen und benutzen. Und genau das war's. Also wie gesagt, es waren nur so ein paar Sachen, die ich ganz gern halt eben testen wollte. Und sie hat dann eben gesagt, sie schickt sie mir so zu. Ich muss sie nur den Versand bezahlen. Und das fand ich sehr, sehr nett. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du das gemacht hast für mich. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses kleine, aber feine Video gefallen hat. Ich schaue mal, ob ich vielleicht heute an dem Tag, wo dieses Video online kommt, noch ein weiteres Video für euch online stellen kann. Eventuell ein Hamstergehege-Einrichtungsvideo, dass ihr zwei Videos habt. Ich meine, das Tiervideo wird nicht alle interessieren, aber dann sind auf jeden Fall zwei Videos online gegangen, weil dieses hier etwas, ja, kleiner ist, etwas kürzer. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao!